Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker, willkommen bei einem kleinen Tutorial, wo ich euch zeige, wie ihr das Problem beheben könnt, dass ihr auf YouTube mit Firefox keine Kommentare schreiben könnt. Und soweit ich das mitbekommen habe, geht es auch mit Chrome nicht. Ich zeige euch mal, was das Problem ist. Ich bin jetzt hier auf der Seite eines meiner Videos und wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Antworten klickt, hier beim Kommentar von Codex, dann ploppt immer ganz kurz ein Fenster auf und geht auch gleich wieder zu. Spielt keine Rolle, welchen Kommentar das man nimmt. Das ist bei allen so. Also ich kann nicht antworten. Das Problem ist ein ganz ein kleines. Es ist eigentlich ist ein Sicherheitsproblem. So Firefox ist ein bisschen zu sicher unterwegs oder zu ängstlich vor anderen Sachen. Aber in einem kleinen Trick könnt ihr das Ganze wieder korrigieren. Ihr geht bei Firefox zu den Einstellungen. Klickt euch dann zur Seite Sicherheit, korrigiere auf Datenschutz, da haben wir es richtig, da ist es versteckt, genau. Und dann geht ihr runter in den Bereich Chronik und hier gibt es Cookies, Cookies akzeptieren. Von Hause aus ist Cookies von Drittanbietern nie akzeptiert, angewählt. Und da macht ihr das so, dass ihr umstellt auf nur von besuchten Drittanbietern. So, jetzt mache ich das wieder zu. Jetzt geht es natürlich noch nicht. Das heißt, ich muss die Seite mal reloaden. Das hat es automatisch gemacht, wenn es so ist. Und ihr seht es hier, jetzt geht es. Also jetzt kann ich hier überall klicken und kann einen Kommentar reinschreiben. Ohne Probleme. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Einstellungen, Datenschutz, Cookies akzeptieren, nur von besuchten Drittanbietern. Bei Firefox ist es definitiv die Lösung. Ob es bei Chrome auch funktioniert, bitte von eurer Seite in die Kommentare reinschreiben, dass den anderen auch geholfen ist. Das war's von meiner Seite. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.